Respekt, also ich finde die Kämpfe zwischen uns immer wahnsinnig spannend, weil die einfach immer so knapp sind. Ich glaube, Also. für jedes Spiel gibt es irgendwie so ein, für jeden Keanu gibt es ein Spiel, genau. Für jedes Spiel gibt es bei Keanu einen Partner, wo er spannende Gefechte abliefert. Also, erstmal herzlichen Glückwunsch. Das war ein schöner Ja. Kampf. So, als nächstes hätte ich dann den Schinken und die Bacon. Du hättest drin bleiben können. Stimmt, ja. Warum gehe ich denn raus? Verdammt. Schinken und Bacon? Nein! Schinken und Nino, meine ich. Schinken Schinken und und Bacon. Töte der Bacon. beste Schinken gewinnt. Wobei du mit Der bessere Schinken Leid geschickt. tust gegen den Gaudi-Mann, das wird keine harte Aufgabe. Genau. Oh, den packst du links. Ja. War aber bei dem, wo ich gerade runtergefallen bin, beim letzten Leben, ich hab gedacht, ich sterbe, ich komme da nicht mehr hoch, ey. Ich habe auch gedacht, da rettest du ihn noch, dieses verdammte Lasso. Ich habe mich schon als Sieger gesehen. Boah, Da dein bist dummer du, Hydrant, Maori. ey! Aber Ich da! hasse ihn! Ich Ich hasse liebe Hydranten, diesen die nie ganz begriffen, aber jetzt habe ich gesehen, Hydranten-Wurfjob was wir damit anstellen können. einzubilden. Damit kann man Was? scheiße sein! Der ist richtig bösartig. Der ist wirklich böse, ja. Schinken wollte mit dem N64-Controller spielen. Das Einzige, was ich bei den Smash-Turnieren oder allgemein Smash Online Competitive halt nervig finde, ist dieses, wie nennen die das, Gimpen? Ja, wenn du den Dass Gegner in man der jemanden Luft versucht, von direkt der Arena wegzubringen. Kerzen gerade runterhauen, das nennt man Gimpen. War das nicht eher Spiken? Sagen wir mal Nee, so, Hero Smash finde ich okay, aber. Spiken ist an der Kante der Stage. Oh Gott. Sowas gab's auf dem Hier ist Meteor N64. Smash, Mich das. alles nicht, wir hatten es ja vorhin. Doch, 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 gab es, Julia, gab es. Yoshi Ja, aber konnte, das hat Yoshi und keiner Ness hatten glaube Meteor ich. Smashes. Ja. Geil, jetzt haben drei Ja, also Leute es ist gleichzeitig damals nicht. gerichtet. Damit wurde keine Wissenschaft draus Aber ich fand gemacht. halt dieses. Ich finde dieses Stage gibt mir irgendwie ziemlich lahm. Wenn ich gegen jemanden kämpfe, dann lasse ich ihn auf der Arena zurückkehren und prügel ihn von da aus dann weg. Ich will mir da Kommt auf den kämpfen. Charakter an, halt, was man selber spielt. Also mit meinen Figuren geht das. Kirby, Lucina, Dr. Mario, mit denen geht das eigentlich prima, so ein direkter Angriff. Also wenn ich Competitive spiele, dann mache ich auch sowas mit Gimpfen, aber in Spaßkämpfen nicht. Also ich meine, ich hatte ja auf dem 3DS zum Beispiel Pummeluff gespielt, da kann man natürlich, das gehört zum Beruf dazu, den Gegner außerhalb des Stage zu verfolgen, weil man halt einfach Pummeluff ist. Entschuldigung. Boah, du hast keinen Schaden. Hättest du Schaden gemacht, dann hättest du den ausgleichen müssen. Nee, nee, ich habe ihn nur beinahe von der Plattform runtergeschoben. Ach so. Na gut. Nino spielt mit Black Kirby. Ich finde Black Kirby irgendwie voll episch. Es sieht aus, als würden zwei Schatten gegeneinander kämpfen gerade. Das ist eigentlich richtig cool. Es sind keine Schatten, Irgendwie, Marios, Rüdiger. Black Kirby ist doch Meta Knight, oder? Sieht aus wie Meta Knight. Nein, das ist Kirby. Ja, Kirby, aber er sieht aus wie Meta Knight, wenn er seine Maske nicht trägt. Ach so, ja, ein Finde ich. bisschen. Willst du die Frage, wie Shy Guys aussehen ohne ihre Maske? Wahrscheinlich haben Genau sie gar kein so. Gesicht. In Smash. So, Dodo, ich lass jetzt meinen Frust an dir aus. Schön. Schön. Ach, Ich herrlich. realisiere gerade, dass mein 3D jetzt immer noch an ist. Ich habe die Musik voll ausgeblendet. Ich hab meinen ausgemacht. Der dudelt gerade so neben sich hin. Ich denke mir so, irgendwas leuchtet da in meinem Augenwinkel aus. Das ist mein 3DS. Ups. Zur Seite Shield. Oh. Oh, der ist ja noch an. Ganz vergessen. Ah, Super Saiyajin. Ich bin sehr auf die neue Dragon Ball Serie gespannt, die im Juli kommen soll. Ich weiß gar nicht, ob Oh irgendeiner, ja. das interessiert mich gerade, den Gag verstanden hat, den ich mit meinen Taunt vorhin gemacht hatte. Ja, das war der Konami-Code. Nein, nein, das war nicht der Konami-Code. War nicht? Der ging doch so ähnlich, oder nicht? Das hat was mit einer Abridged Series zu tun. Falls sie jemand kennt, Dann war also. das Ich halt hätte der irgendwie. Ryo-Code. Nee, irgendeiner in den Kommentaren, genau. Das hier ist gerade ein kommentiertes Let's Play für YouTube. Irgendwie einer aus den Kommentaren wird das wahrscheinlich. Jetzt zeige ich schon wieder Kommentar, Alter! Bin ich ja nicht bescheuert heute? Das liegt an meinem T-Shirt. Das sagt mir, dass Bier nicht dass Bier nicht versteht, sondern Bier die Antwort ist. Aha. Das ist, ja, Marie fasst mir für mich an die Stirn. Um zu gucken, Eigentlich, ob ich Fieber habe. anscheinend versteht keiner, was du gemeint hast, denn es kommt keine Antwort dazu. Okay. Handkarten.
kann eigentlich nur ein Kartenspiel sein. Das erste Kartenspiel, das Leuten einfallen sollte, weil Karten wäre vermutlich... Mau Mau! Poker! Genau, Mau Mau. Pokémon Feldcard Game. Du hast meine Peak 7 aktiviert. Yu-Gi-Oh! Wow, steht auch richtig. Ach, du meinst hier diese komische AB-Karte oder wie? In einer Abridged-Folge spielt Kaiba Feinkontrolle, das hast du richtig, und sagt dann oben, unten, links, rechts, A, B, Start. Jetzt habe ich unendlich viele Karten. Und dann fragt dann Yugi so, unendlich viele Karten? Was bringt dir das? Und Kaiba guckt ihn so voll bestürzt an, so, oh nein, der hat rausgefunden, dass ich blöffe. Und ich konnte das halt nicht 1:1 übernehmen, aber dieses A, B, unten, bla bla, jetzt habe ich 10 Handkarten. Moment, falsches Spiel. Wollte ich halt so mit reinquetschen, weil kein anderer Taunt irgendwie wirklich Sinn gemacht hat. Ich wollte und? Welche von anderen Beat'em-Ups nehmen. Ich bin mal gespannt, ob den Shinxi noch einmal raushaut, der Nino. Mhm. Also der ist wirklich unheimlich dominant heute. Respekt. Er hat die Peitsche in der Hand. Ihr meint also, er ist eine Domina? Und trotzdem glaube ich, dass... ist das jetzt gemein, wenn ich dich schon als raus bezeichne, aber ich glaube trotzdem, dass der Gaudimann ihm einen guten Kampf liefern könnte. Ziemlich guten sogar. Oder du, wenn du in der Lage bist, den Gaudimann zu besiegen. Nee, bin ich definitiv nicht. Boah, das war eine 9 und boah, ist der geflogen, ey. Donnerwetter. Das war also, bösartig. Das macht mir heute echt Angst. Das ist wahr. Damit ist der Schinken diesmal schon wieder im Finale. Nee, Quatsch. Doch, Schinken war das. Ich muss jetzt kurz. Das immer aussieht, als würde er fappen, wenn er irgendwie so. Das ist irgendwie, das ist bei ihm so schnell. Generell finde ich irgendwie bei Mr. Game Watch die Animation sehr schön, muss ich sagen. Rüdiger, du darfst im Kampf bleiben. Und dann hätte ich gerne Gaudimann hier. Ich sag Rüdiger, du kannst im Kampf bleiben. Futsch, raus ist er. Bin doch drin? Nö, bei mir bist du raus. Guck in Skype. Ich könnte euch noch in der Charakterauswahl. Guck in Skype. In Skype ist er bei mir noch drin. Ja, ich sehe ihn auch. Ich bin ja 3. Wie U-Hawk LP. Ach, da! Ich bin gewohnt, dass du Nummer 2 bist. Er ist die Nummer 3. Du bist die Nummer 3. Ausnahmsweise ist Rüdiger mal nicht die Nummer 1. Oh, Scheiße! Jetzt ist er raus, oder was? Nee, ich hab keine Omega-Stage, aber egal. Ich glaube, da ich die Final Destination. Dann drück B oder irgendwie kann man da drücken. Kampf verlassen oder sowas. Ja, aber Matthias, wie wär's, wenn du den Kampf mal verlassen würdest? Ich hab doch sowieso die Final Destination gewählt, oder? Das ist ja eigentlich auch egal. Mein Final Destination? Ja. Omega Final Destination entscheidet kaum was. Ich dachte erst, dass Rüdiger über sein WLAN-Kabel gestolpert ist. Unterscheidet sich das überhaupt? Würde mich mal interessieren. Ich meine, irgendwann mal gelesen zu haben, dass ein paar der Effekte weg sind in der Omega-Version. Okay. Aber ich habe selber nie groß Final Destination gespielt, aber anscheinend gibt es irgendwo eine Phase, wo man die Charaktere nur noch als Schatten sieht und das ist anscheinend in der Omega-Version nicht mehr drin. Aber ich habe selber... Welche ist eigentlich eure Lieblingsstage? Also jetzt von der 3DS-Variante. Von der 3DS-Variante... Ich glaube, ich wähle auf der 3DS-Version ausschließlich nach Musik. Ja, ich auch. Und dann sind das die Einhalle Pokémon-Liga und... Na gut, ich bin da mal wieder. Das Wohnzimmer. Ja, irgendwie diese Nintendox-Musik da, die ist gar nicht mal so mies. Meine Lieblingsmusik von den Stages ist der Mega Man Stage. Keanu, was machst du? Musik. Und die Ferox Arena. Ach ja, klar. Ist das Peter Zwegert? Wie Keanu einfach eben noch drin hatte, dass er sich selbst töten muss am Anfang. Das wäre jetzt gerade wirklich beinahe übel ausgegangen. Ja, muss einem Gegner ja eine Chance geben, nicht wahr? Ja, natürlich. Gibt dem Gaudimann gleich mal 2 Leben vor, wenn man überhaupt eine Chance hat. Ja. Jetzt habe ich gerade erst im Stream registriert, dass du gefragt hast, ob da Peter Zwegert mit dabei ist. Vielleicht ist es auch Peter von Froster. Er macht das mit Samus aber echt gut, Keanu. Ich bin überrascht, wie stark er heute ist. In unseren kleinen Zwischenkämpfen hat er auch immer Zero Suit Samus benutzt. Mhm. Und mit leichten Charakteren brauchst du da gar nicht ankommen, weil die kickt einmal zu und du siehst dich rausfliegen. Also Kirby und so ist da eine ganz schlechte Wahl bei der. Ein Glück habe ich ja nichts Leichtes gespielt heute.
Ich kam mir nur einmal dazu. Weißt du, Ecosare durfte zweimal spielen. Ich war einmal dabei, dass mein erster richtiger Turnierantritt, nachdem ich einfach eingeschrieben wurde von Herrn 88. Und ich wurde immer großartig gefragt. Er meinte, willst du mitmachen? Weiß nicht. Okay, ich trage dich ein. Und, bei mir das letzte Turnier war halt, wo ich bei Sui mitgemacht habe, aber das war's auch schon. Echt? Du hast auch beim Sui-Turnier mitgemacht? Bei dem ganz alten, bei dem Brawl-Turnier. Ja, da war ich auch dabei. Da habe ich ein Freiticket bis zu Alligator gehabt. Weil irgendwie keiner aufgetaucht ist. Dann habe ich halt mich mit Ali in der Halbfinalrunde gebattelt und bin, glaube ich, automatisch Dritter geworden. Irgendwie so. Richtig albern eigentlich. Ich bin irgendwo im Achtelfinale rausgeflogen. Ich hätte mich nicht mal gegrämt, wenn ich im Achtelfinale oder Viertelfinale geflogen wäre. Weil also ich habe mich auf jeden Fall durch die Vorrunden geprügelt. Sehr, sehr lobenswert. Ich kam ja nur ein einziges Mal zum Kämpfen, weil Gruppe E oder so, wo ich drinne war, andauernd Leute gefehlt haben und ich deswegen ein Spiel nach dem anderen raufgerutscht bin. Das war richtig, richtig albern. Aber lustig. Ich hatte auch mal das Vergnügen, gegen Sui in Pokémon Battle Revolution anzutreten. Oha. Lustigerweise kam dann mein jetziger Stiefvater und meinte so, yo, wenn du nicht den Abwasch machst, zieh ich dir das Internet. Und ja, hat mir das Internet gezogen. Super. Voll geil. Ich dachte mir auch so, toll, ich wollte ihn mit meinem Megania überraschen. Kam leider nicht dazu. Eltern ruinieren dann immer den ganzen Spaß. Ich würde auch gerne mal wieder an so einem Turnier hier teilnehmen. Also als Teilnehmer. Nicht als Gewinner? Das als Gewinner ist fraglich, weil ich weiß nicht, ob mein Charakter dagegen eine Chance hat. Team Fortress 2 Turnier. Oh. Dann finden nur erstmal 128 Spieler. Ja. Ich meine, bei unserer Community wäre das, glaube ich, kein Problem. Doch. Ja. Und dann versucht man diese 128 Leute zusammenzukriegen. Irgendwie an einem Termin sinnvoll. Einen Skype packen. In der Gruppenkonfig. Und dann versucht man irgendwie die Gruppen einzuteilen. Das erste, was du hörst, ist, der Affe macht 4 Schaden. Warship. Und Audio-Spams. Und die Erde ist ja heiß. Ja, natürlich. Einfach herrlich. Gordon Thomas. Thomas Gordon. Gordon Thomas. Ich finde es immer so schön, irgendwie Turniere, wenn man endlich mal Gegner leicht findet. Um einfach nur. Billy Mays. Mays. Billy Mays. Billy Mays. Billy Mays. Glückwunsch an den Gaudi, Mann. GG, Gaudi. Sehr schöner Kampf. Also Respekt, du hast dich verdammt gut geschlagen gegen ihn. Muss ich jetzt wirklich mal sagen. Das war wirklich gut. Ja, einen hätte ich ihn gerne noch rausgehauen.